Mobilfunk aus Mikrowellenwaffe. Angriff auf die Matrix des Lebens. So wird zum Beispiel in Indien sehr freizügig über das Thema HAARP und Großradaranlagen berichtet. Krass, echt? Indiens, mies am Schwurbeln, sagst du? Das sieht nach einem natürlichen Himmel aus, sag ich dir so, wie es ist. Teilweise sind einzelne Vogelarten gar nicht mehr vorhanden. What the fuck? Die Russen hatten seinerzeit die US-amerikanische Botschaft mit Mikrowellenwaffen beschossen und so für Leukämie und andere Krankheiten bei den Mitarbeitern dort gesorgt. Und weswegen wir zum Beispiel nichts merken, aber die Tierwelt wohl, hat einerseits damit zu tun, dass deren Sinne ganz anders ausgelegt sind. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Mobilfunk aus Mikrowellenwaffe. Angriff auf die Matrix des Lebens. Miese Schwurbelei, Digi. Ganz mieser Peter jetzt hier. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Also man hat natürlich immer mal wieder von Mobilfunk gehört, 5G und Einfluss auf den menschlichen Organismus und Tumore und Krebs und diese ganzen Sachen. Und da werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgeklärt. Ich habe Bock darauf auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal und werdet auch gerne Mitglied auf YouTube, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr mich unterstützen und ihr könnt euch die Streams im Nachhinein in voller Länge reinziehen. Und da wäre ich euch dankbar auf jeden Fall. Werdet Member in der Love Gang und jetzt würde ich sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Wenn es um das Thema gesundheitliche Gefährdung durch Elektrosmog bzw. Radartechnologie geht, so scheint die Wahrnehmung regional unterschiedlich zu sein. So wird zum Beispiel in Indien sehr freizügig über das Thema HAARP und Großradaranlagen berichtet. Selbst krass, echt? Indiens, mies am Schwurbeln, sagst du? In der India Daily, einer der größten Zeitungen im Lande. Während hier in Europa noch nicht mal die deutlich am Himmel sich abzeichnende Tätigkeit dieser Großradaranlagen zur Kenntnis genommen wird von vielen Menschen. Und deren Existenz glatt geleugnet wird in den Medien. Und geil, der hat Hamburger Slang, ne? Fühl ich. Das sieht nach einem natürlichen Himmel aus, sag ich dir so, wie es ist. Also wer da sagt, dass da irgendwelche, dass da irgendjemand rein involviert ist oder dass da irgendeiner rumgedoktert hat oder so, der hat ganz klar einen Dachschaden. Einfach einen Dachschaden. Komische Verschwörungstheoretiker. Nicht mehr und nicht weniger. Gilt, wenn es etwas gibt, dann wird das Große besser wahrgenommen als das Kleine, das Unterschwellige. Das gilt insbesondere für die Radartechnik. Nicht nur ich, sondern auch andere Menschen in meinem Umfeld hatten bemerkt, Mitte des Jahres 2011, dass die Vogelpopulation sehr reduziert vorhanden ist. Teilweise sind einzelne Vogelarten gar nicht mehr vorhanden. Hierzu What the fuck? Machte ich einen Film, um Kommentare zu erhalten. Das ist ja das Gute bei YouTube. Man macht einen Film und man kriegt Kommentare. Und der sagt einen Film, Digga, geil. Der ist selbst schon älter. Ja, das sagt meine Oma auch immer. Ich hab deinen Film gesehen auf YouTube. Einfach Filme gemacht, Bro. So einiges, was man sonst nicht erfahren würde. Und ich erhielt auch einen Kommentar. Allerdings wurden diese Kommentare 5-mal gelöscht. Derjenige schrieb mir einen Brief, um mir das dann mitzuteilen. Weil bei Kanalkommentaren kann es passieren, dass die verschwinden aus irgendwelchen Gründen. Dieser Brief war der erste Hinweis auf diese LTE-Netzausbauten, welche durchaus in Betracht kommen, wenn es um das Verschwinden der Vögel geht. Und es geht nicht nur um das Verschwinden der Vögel, sondern allgemein um Gesundheitsgefahren. Und es geht auch nicht nur um diesen LTE-Netzausbau, sondern insgesamt um Funktechnik. Und hierbei stieß ich auf den Namen Barry Troer. Barry Troer ist Physiker von Beruf. Warte mal, sind echt Vogelarten ausgestorben in dem Jahr? Das ist ja heftig. Oder von der Ausbildung her? Und seine Aufgabe für den Secret Service der Briten bestand darin, sich mit den gepulsten Mikrowellenwaffen der Russen zu beschäftigen, also der damaligen UdSSR. Das war in der Zeit des Kalten Krieges. Mhm. Die Russen hatten seinerzeit die US-amerikanische Botschaft mit Mikrowellenwaffen beschossen und so für Leukämie und andere Krankheiten bei den Mitarbeitern dort gesorgt. Diese Mikrowellenwaffen, da haben wir uns auch schon mal ein Video zu reingezogen. Interesting. Heute zeigt sich Barry Troer geschockt über das Ausmaß der Proliferation, also der Verteilung weltweit, bezüglich der Mikrowellentechnologie in Form von Cellphone Towers etc. Herr Troer versucht nun, die Öffentlichkeit, also auch eben die Offiziellen und auch die Polizei zum Beispiel, zu informieren über die Gefahren, die von diesen Sachen ausgehen. Sehr sinnvoll sind Merksätze, die man sich einprägen kann, um komplexe Technologien einfach zu beschreiben. Vor allen Dingen, wenn es dann um die Gefahren geht, die damit verbunden sind. Das, was Herr Troer mitzuteilen versucht, ist, die gepulste Energie, und zwar die in regelmäßigen Abständen erfolgenden Pulse, bringen die Gefahr mit sich. Nicht die Energie oder diese Strahlen, die mit unregelmäßiger Folge
abgegeben werden. Die sind nicht gefährlich oder zumindest nicht so gefährlich wie die gepulsten. Das verdeutlicht diese Liste, die aufzählt, bei welchen... Also nur diese, die in den gleichen Abständen regelmäßig stattfinden, so, ne? Frequenzen, welches Organ oder welche gesundheitliche Beeinträchtigung erreicht werden kann. Gepulste denn, Alter? So wird bei einem Puls pro Sekunde ungefähr der Herzrhythmus beeinflusst, 1 bis 3 das Schlafmuster, 3 bis 5 Paranoia, Halluzinationen, Amnesie, also Vergessen, Illusionen, 6 bis 7 Pulse pro Sekunde ergeben Depressionen, suizidale Gefühle, visuelle Störungen und... Musst du dir mal reinziehen, dass es eigentlich möglich ist, mit Frequenzen suizidale Gedanken und Gefühle beim Menschen auszulösen. Mit Puls, mit gepulsten Frequenzen quasi. Anger, Manic und so. Crazy, Bro. Crazy. Das ist vor allen Dingen, du siehst das nicht. Weißt du, wie ich meine? Du kannst es nicht anfassen. Du kannst es nicht sehen, wie das um dich herum stattfindet. Also weißt du auch gar nicht richtig so. Ist da was? Ist da nichts? Keine Ahnung. I don't know. Ich habe auf jeden Fall Suizidgedanken. Fusion. Ich will das nicht alles aufzählen, aber ganz besonders hervorgehoben wird hier eben eine Frequenz von 25 Pulsen pro Sekunde, die eben direkt auf das Manik und Hyperaktivität, Bro. Visuelle Vermögen Einfluss nehmen kann. Es gibt auch Videos zum Thema von Barry Troer. Leider scheinen die alle verschwunden zu sein, oder einige zumindest. Also ich habe keins von ihm gefunden bisher, aber es gibt noch PDFs im Netz. Wenn es hier nun um die gesundheitlichen Auswirkungen von irgendwelchen gepulsten Frequenzen geht, also regelmäßigen Intervallen gepulste Signale, dann ist natürlich zu beachten, dass Menschen individuell unterschiedlich sind. So wird zum Beispiel ein untrainierter Mensch einen Ruhepuls haben von 80, 90, ein durchtrainierter Mensch eher bei 60. Warum sich nun eine gepulste Frequenz von 60 Pulsen pro Sekunde auswirkt auf einen Herzrhythmus, der in Minuten gerechnet wird, also 60 pro Minute, weiß ich nicht, das ist Detailwissen. Aber ich unterstelle mal, dass der Physiker weiß, wovon er redet. Anders verhält es sich natürlich bei den psychisch wirksamen Frequenzen. Und weswegen wir zum Beispiel nichts merken, aber die Tierwelt wohl, hat einerseits damit zu tun, dass deren Sinne ganz anders ausgelegt sind. Und weil wir extrem unbewusst sind auch. Krasses Video, ne? Beziehungsweise auch die physiologischen Eigenschaften durchaus unterschiedlich sind. Bleiben wir mal einfach bei der Herzfrequenz. Etwa gleich große Tiere wie ein Frosch oder ein Hamster haben durchaus ganz unterschiedlichen Verlauf bei den Herzfrequenzen zu unterschiedlicher Temperatur. Und ab wann sich ein Lebewesen unwohl fühlt, sodass es diese Gegend verlässt. Das Thema zu erörtern würde den Rahmen sprengen. Aber voll interesting, ja? Voll geil. Von der Hand zu weisen sind jedoch diese regional auftretenden Vogelsterbeereignisse, als auch andere Tiere, die dann also regional plötzlich in großen Zahlen zu Tode kommen. Das ist crazy, Bro. Es sei erwähnt, dass es tatsächlich ein Programm gibt, Bye-Bye Blackbird, von dem USDA, von dem US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium, welches tatsächlich darauf ausgelegt ist, Tiere zu entfernen, und zwar auszurotten. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Okay. Ist, dass diese gepulste Energie, diese gepulsten Funksignale, Lebewesen erheblich stören können. Und Fakt ist auch, dass dieses LTE-Netz deutschlandweit ausgebaut wird. Und man muss sogar sagen, weltweit. Deutschland. Da können wir ja froh sein, dass wir jetzt mittlerweile 5G haben, wa? Speziell betreffend waren Herbst 2010 durchaus noch weiße Flecken auf der Landkarte bezüglich des Ausbaus mit diesem LTE-Netz, während Ende 2011 alle diese weißen Flecken verschwunden sein werden. Während man in den USA noch drüber nachdenkt, diese D- und E-Netze landesweit auszubauen, soll Deutschland offensichtlich das erste D- und E-Netzland sein. Und diese D- und E-Netze sind die digitalen, pulsmodulierten. Hier in Deutschland ist es besonders Vodafone, aber auch andere große... Krass, also die haben gepulste Signale. ...Anbieter, die diesen Ausbau vorantreiben. Und in den USA ist es das Unternehmen Verizon, welches eine etwas andere Technik wählt, die aber dafür landesweit funktioniert. Ebenfalls in Europa wird zum Beispiel das Tetranetz eingesetzt, welches eher so als Polizeifunk dienen soll. Die ersten Anwendungen dieses Netzes gehen auf das Jahr 1995 zurück. Mittlerweile gibt es hier landesweit Bestrebungen der Bewohner gegen dieses Netz, das die heutigen Mobilfunkstrahlen
ebenfalls aus gepulsten Mikrowellen bestehen, wurde schon gesagt. Die Pulsfrequenz des Tetramobilteils liegt bei 17,6 Hertz. Aber auch Mikrowellenwaffen einer bestimmten Kategorie arbeiten mit niedrigstintensiver, langsamer gepulster Strahlung. Es handelt. Warum aber müssen die gepulste Strahlung benutzen, damit es funktioniert, oder was? Weil die könnten es doch bestimmt auch ungepulst machen, also in unregelmäßigen Abständen, und dann würde das nicht so schädlich sein für uns. Oder nicht? Dabei um eine Kategorie der sogenannten nicht tödlichen Waffen, Non-Lethal Weapons. Die Strahlungsintensitäten der Waffen dieser Kategorie liegen etwa im selben Bereich wie beim Mobilfunk. Sie werden seit Jahrzehnten entwickelt, um mittels besonders ausgekühlter Pulsung gezielte bestimmte biologische Wirkungen auf den Körper und seine Funktionen auszuüben. Das heißt, Menschen zu belästigen und krank zu machen. Weil die Todesfolge nicht auszuschließen ist. Bereits im Jahre 2001 wurde der Wissenschaftler Barry Troer vom britischen Polizeiverband befragt zu diesem Thema. Denn es geht ja schließlich auch um die Gesundheit der Polizisten oder derer, die diesen Tetrafunk einsetzen. Und Barry Troer fragt ganz klar, wie kann ein System mit gepulster Mikrowellenstrahlung eine Krankheit oder todbringende Waffe sein und zugleich unter Anwendung derselben Frequenz sowie bei außer im Naheinsatz ähnlicher niedriger Strahlungsintensität als ein unschädliches Kommunikationsmittel verwendet werden. Die Sorgen der Menschen, die sich hier zusammentun und dagegen aufbegehren, gegen dieses Tetranetz, sind also durchaus berechtigt und sollten für jeden nach... Die wurden bestimmt als Schwurbler auch abgestempelt damals, ne? ...vollziehbar sein. Verschwörungstheoretiker, ihr habt doch nur einen Verfolgungswahn. Wert ist diese Frequenz der Pulsung des Tetranetzes, denn es liegt mit 17,6 Hertz genau da, wo auf der Tabelle der Störungen, die dadurch verursacht werden, zwischen gestörter Orientierung und Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Des Weiteren können die Störungen derart sein, dass eben es zu visuellen Halluzinationen kommt. Trotz des Ausmaßes der Auswirkungen, die dieses Tetranetz haben kann bei bestimmten Anwendungen, würde ich nicht meinen, dass die Kategorien erfüllt sind, um schon von Mind Control zu reden. Erstens würden diese dann sehr gezielt vorgenommen, was auch wohl geschieht, wenn man den Veröffentlichungen des Carl Clark, eines Whistleblowers, Glauben schenken darf. Ich meine, Alter, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das Fernsehen, das normale Fernsehen schon Mind Control ist so. Weil das wissen wir ja mittlerweile alle, dass wenn du Fernsehen guckst, dass deine Gehirnwellen in Alpha-Wellen sind, also Alpha-Frequenzen haben, ne? Und dass dann Dinge direkt in dein Unterbewusstsein reingehen. Und da werden subliminal Botschaften rübergegeben und da wirst du auch manipuliert in eine gewisse Richtung. Das ist schon, also das kann man schon Mind Control nennen, finde ich. Musik auch, teilweise. Also Mind Control technisch passieren einige Dinge, glaube ich, in der heutigen Welt. Muss man sich halt irgendwie selbst von trennen dann, weißt du? Zum Glück haben wir ja selber die Macht, uns das nicht mehr reinzuziehen oder darauf zu achten, was wir konsumieren, auch visuell, und da einfach Abstand von zu nehmen, weißt du? Das ist ja unsere persönliche, das können wir ja selber entscheiden, was wir uns reinziehen und was nicht. Im Weiteren haben wir schon seit Jahrzehnten ein ganz anderes Instrument zur Beeinflussung der Bevölkerung, des Mind-Controllings der Bevölkerung, welches eine Erfolgsgarantie aufweist, die alle anfänglichen Erwartungen übererfüllte und alles andere bisher in den Schatten stellte. Die von Barry Troer aufgezeigten Gefahren des Mobilfunks können durchaus als Angriff auf die Matrix... Er hat gesagt Zeitung gerade mit Mind Control, ne? Auch voll. ...lebens angesehen werden. Weiteres zu diesem Thema hat zum Beispiel der Biologe und Physiker Ulrich Warnke beizutragen... Bester Mann, Digga. Warnke, der ist stabil. Der Ulrich, der Jutzte. Ausführliche Untersuchungen bezüglich des Bienensterbens vornahm, aber auch nachweisen kann, dass eben diese... Krass, Digga, mit was für Themen der sich alles auseinandersetzt, ne? ...Mikrowellenstrahlung sehr wohl die Physiologie der Insekten stört, welche dann geschwächt sich nicht mehr gegen andere Parasiten zur Wehr setzen können und auch gegenüber Giften, denen sie ausgesetzt sind, weniger Widerstandskraft entwickeln können. Die Abnahme der Vogelpopulation in den Städten oder in den ländlichen Gegenden sind ein möglicher Indikator für den Ausbau dieser Mobilfunknetze. Angesichts des flächendeckenden Einsatzes dieser Mobilfunknetze wäre der einzige Rat, den man einem Menschen geben kann, der sensibel gegen diese gepulsten Energien ist, die da versendet werden, in einem Kajütboot auf See zu leben.
Du musst jetzt halt auf dem Boot leben, Digi, was soll ich dir sagen? Das ist der einzige Weg. Bro, das ist schon crazy, ne? Aber immerhin ein Lösungsansatz. Flexibel zu bleiben. Flexibel zu bleiben. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Voll stumpf, aber voll geil. Was ist, wenn ich Seekrankheit habe? Tieren erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl. Der ist ja geil, der Typ. Wie heißt der? Ich will wissen, wie der heißt. Steht das irgendwo, Digga, hier? Also ich fand es cool. Liebe geht raus auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, der da gesprochen hat, aber war auf jeden Fall interessant. I love you. Muchas gracias. Danke für den Content. Sehr interessante Geschichte, meine lieben Freunde. Das muss man sich halt bewusst machen, dass diese ganzen Strahlungen definitiv auch einen Effekt auf uns haben können. Und dann kann man sich vielleicht beschäftigen, wie man davon Detox machen kann oder was man dagegen tun kann. Sein Lösungsvorschlag war jetzt einfach mit einem Boot irgendwo auf dem Boot zu leben. Aber ich glaube, es gibt auch noch Orte auf der Welt, wo diese Strahlungen nicht so intensiv sind. Zum Beispiel, wo ich in Mexiko war, haben wir uns auch ein Video dazu reingezogen. Und dann habe ich mal geguckt, was die da für ein Netz haben. Und da gibt es zum Beispiel kein 5G-Netz. Also es gibt definitiv Orte, an denen du nicht so eine heftige Strahlung hast, sondern vielleicht überlegen, sogar dahin zu gehen. Ansonsten einfach mit Alufolie einwickeln den ganzen Tag. Wird schon auch passen, denke ich mal. Weißt du? Neue Alufolie-Kollektion kommt auch von Bionique bald. Boxershorts, BHs, Mützen, alles mögliche, Jacken, Hosen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Yes, I love you. Peace out, Gang. So.